illegale Drohnenflüge, einzigartige Locations und eine Kamera, die mich auf diesem Trip zum Staunen gebracht hat. Ich nehme dich mit und zeige dir, was wir in 7 Tagen in der vielleicht schönsten Stadt Europas erlebt haben. Wir sind das erste Mal Metro gefahren, haben den ersten Crepe in Paris gegessen und sind jetzt hier vorm Eiffelturm. Ich sehe ihn also nicht aus Schulbüchern, nicht aus Instagram, sondern einfach mal in Wirklichkeit und man kann einfach nicht beschreiben, wie riesig er wirklich ist. Kurz vor Paris haben wir diese 23 Jahre alte Point-and-Shoot-Kamera ersteigert. Meine erste Kamera, die mit einer Filmrolle funktioniert. Perfekt, um die Erinnerungen in Paris in einem einzigartigen Stil festzuhalten. Doch ich weiß noch gar nicht, ob sie überhaupt funktionieren wird. So, Akku ist drin, Filmrolle ist drin, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wird sie angehen? Yes, schaut gut aus. Parksituation in Paris, einfach komplett von Rollern eingeparkt, der Typ da unten. Ich bin gespannt, ob er da jemals wieder rauskommt. Wir sind im nächsten Hotel mit einer sehr, sehr krassen View angekommen. Direkt neben dem Hotel ist der Eiffelturm. Dementsprechend werden wir heute auch den Tag damit verbringen, uns hier mal ein bisschen umzuschauen und die besten Spots für Bilder und Videos vom Eiffelturm zu finden. Und das ist jetzt auch der erste Tag, wo wir endlich mal richtig mit dieser Kamera hier shooten. Nachdem bei unserer ersten Location eine Filmproduktion war, haben wir per Zufall jetzt eine andere Straße gefunden mit perfektem Blick auf den Eiffelturm. Und wenn jetzt noch die Sonne rauskommt, wäre es perfekt. Auf der anderen Seite des Eiffelturms gibt es eine weitere Location mit perfektem Ausblick und umgeben von schönen Gebäuden. Direkt neben der Brücke gegenüber vom Eiffelturm findet man auf dem Gehweg einige gute Spots. Als Hotel bietet das Pullman Paris eine der vermutlich besten Views auf den Eiffelturm. Die Rue de l'Université war zuerst von einer Filmproduktion besetzt, einen Tag später aber frei. Man ist fast direkt vom Eiffelturm und das macht diesen Spot so besonders. Wir haben die ersten Bilder mit dieser Kamera hier gemacht und es hat sich herausgestellt, es ist wirklich eine gute Challenge, weil erstens durch den Sucher hier oben sieht man viel weniger durch als bei aktuellen Kameras und man kann die Bilder, die man macht, halt wirklich nicht anschauen und kontrollieren und schauen, was man besser machen kann. Und dementsprechend muss man vor einem Shot alles genau planen, wie steht sie da, passt das ganze Outfit, ist noch irgendwas im Hintergrund, was stört und dann erst kann man auslösen. Ich finde, das ist auch nochmal eine gute Übung und man lernt mal wertzuschätzen, wie rar damals dieser Speicherplatz war und wie gut wir es jetzt eigentlich haben. Kurze Pause vom ganzen Rumlaufen und mal was zum Thema Drohnenfliegen in Paris. Ich habe mich mal informiert, bevor wir hierher gereist sind und das ist tatsächlich die erste Reise, in der ich keine Drohne dabei habe, seitdem ich Drohnen besitze. Der Grund ist, dass die Regeln hierfür sehr strikt sind in Paris und es auch aufwendig ist, eine Genehmigung zu bekommen. Daher ist die Drohne daheim geblieben, aber vor ein paar Tagen in unserem Hotel beim Arc de Triomphe war es so, dass tatsächlich eine Drohne rumgeflogen ist und ich habe sogar gesehen, dass sie jemand aus unserem Hotel ausgestartet hat. Der ist halt ziemlich tief geflogen, das heißt, viele Leute haben die gesehen und irgendwann zählten zu diesen vielen Leuten auch 4 Cops. Die sind wirklich der Drohne so hinterhergelaufen und er hat es anscheinend nicht gecheckt, ist die Drohne dann einfach im Hotel gelandet, also auf seinen Balkon geflogen, hat sie da gelandet und ja, die Polizisten direkt ins Hotel gestürmt, hochgerannt und ihn erwartet jetzt sicherlich eine gute Strafe. Und in dem Moment war ich einfach nur froh, dass ich mich an die Regeln gehalten habe und möchte euch mitgeben, wenn ihr in Paris seid, lasst die Drohne daheim, genießt die Stadt einfach so mit eurer Kamera, mit dem Handy, aber nicht mit der Drohne. Die Sache ist aber, Drohnenaufnahmen machen jedes Video gleich viel, viel besser und professioneller. Und wenn ihr jetzt keine Drohne besitzt oder irgendwo hinreist, wo Drohnenfliegen verboten ist, könnt ihr trotzdem noch Stock-Footage dazu finden. Und meine Quelle dafür ist Motion Elements. Die Drohnenaufnahmen, die ihr hier aus Paris gesehen habt, sind von Motion Elements. Die sind
nicht von mir. Und über den ersten Link in der Beschreibung könnt ihr euch Motion Elements mal anschauen. Das ist eine Plattform, ihr findet hier alles. Stock Footage, Premiere Pro Templates, After Effects Templates, Musik, Soundeffekte, alles, was man als Content Creator braucht. Und zu einem sehr günstigen Preis. Für nur 16 Euro im Monat mit einer jährlichen Zahlungsweise könnt ihr alles herunterladen, was dieses blaue Blitz-Icon hat, und seid damit perfekt ausgerüstet, was eure privaten Travel-Videos, aber auch kommerzielle Kundenprojekte oder YouTube-Videos angeht. Die Lizenz gilt für alles. 24 Bilder haben wir mit dieser Kamera jetzt gemacht, das heißt, die Filmrolle ist komplett voll. Und jetzt müssen wir nur noch diesen kleinen Button hier unten drücken, dann wird der Film wieder eingerollt und wir können das Ganze zum Entwickeln schicken. Man sieht so, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fertig! Die erste Filmrolle ist fertig. Aber es ist noch nicht vorbei, ich habe noch 24 weitere Bilder. Ich habe hier eine Straße gefunden, bei der ich unbedingt einen Shot hinbekommen will mit dieser Kamera. Bei dieser Straße hier fährt die Metro unterm Eiffelturm durch. Und das will ich eben so gut timen, dass erstens die Sonne rauskommt. Heute ist es nämlich ganz schön bewölkt. Dann muss die Metro durchfahren und auf der Straße noch irgendwas Cooles vorbeifahren. Das sind jetzt ziemlich viele Sachen und die Sache ist, immer wenn die Metro vorbeifährt, geht es nur für ein paar Sekunden. Das heißt, ich kann nur einen Shot mit dieser Kamera machen, weil sie braucht nach jedem Bild immer ein paar Sekunden, um nachzuladen, den Film nachzurollen. Wieder ist sie. Schwieriger als gedacht. Also ich habe jetzt ein paar Shots hinbekommen, bei denen die Metro mit drauf war. Aber es hat irgendwie nicht alles gestimmt. Ich habe gemerkt, ich muss wirklich minutenlang durchgehend durch den Sucher gucken und dann, wenn die Metro vorbeifährt, direkt drauf drücken. Weil wenn ich die Cam erst raushole, wenn die Metro vorbeifährt, wird es einfach nichts. Oh shit. Ich glaube, das war er. Ich glaube, das war der Shot. Ich sehe es erst, wenn wir das Ganze entwickeln lassen. Knapp 3 Wochen später sind die Fotos jetzt fertig entwickelt. Dauert normalerweise 7 bis 10 Tage, bei uns jetzt deutlich länger. Und uns wurde gesagt, man kriegt nur eine CD und die ausgedruckten Fotos. Man kann die nicht online runterladen. Fand ich ein bisschen komisch, weil auf der Website stand was anderes. Hab mir extra ein CD-Laufwerk dafür bestellt. Bilder sind angekommen, ist einfach ein Download-Code mit drauf. Sehr nice. Ich habe sie aber noch nicht angeschaut und die sind auch mit ausgedruckt hier drin. Ich würde sagen, wir schauen die jetzt mal gemeinsam an. Und ich bin vor allem gespannt, ob das Bild an unserer Straße was geworden ist und allgemein, ob die Bilder gut ausschauen. Ich habe die Kamera auf eBay gekauft und wusste ja gar nicht, ob sie wirklich funktionieren wird. Let's see. Hier beginnt es mit dem ersten Foto. Ey, okay, also schon mal vorweg, die Kamera funktioniert und man sieht einfach diesen schönen Stil von Filmkameras. Okay, das erste Bild finde ich schon mal echt nice. Okay, alles klar, habe ich ein bisschen rum experimentiert. Oh, okay, das ist unsere Straße. Ein bisschen rangezoomt. Ja, geht von der Beleuchtung. Ah, hier war Straßenbahn. Nice, die habe ich erwischt. Hier auch. Ist sogar ein bisschen unscharf. Mit Bewegungsunschärfe habe ich das Gefühl. Ganz nice. Okay, das Bild. Ganz ehrlich, die Komposition selbst feiere ich. So Eiffelturm im Hintergrund, da Pariser Häuser und die Straßenbahn. Okay, hier war's. War noch eins. Ah, dann kommen wahrscheinlich im zweiten Teil jetzt gleich noch die restlichen Bilder, weil ich es zweimal probiert habe. Genau, hier auch nochmal schön an der Brücke. Ja, also die Beleuchtung passt echt ganz gut. Hier ist es ein bisschen zu dunkel geworden, aber vom Prinzip her ey, richtig, richtig cool geworden. Na, okay, die meisten zumindest. Nice, das wollte ich probieren. Hier die Taube im Fokus und ich habe die Kamera so mitgeschwenkt, sodass der Hintergrund unscharf ist. Und das hat halt wirklich geklappt. Also der Hintergrund ist komplett mit einer Richtungsunschärfe verschwommen und die Taube hier scharf, nice. Okay, hier hat er leider nicht meinen Schmuck fokussiert. War eigentlich so geplant. Die Flagge ist ganz schön dunkel geworden. Die ist richtig süß. Nochmal richtig süß. Auch nochmal, oh, sehr, sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel und ah, hier sieht man den Unterschied. Hier habe ich einen Blitz angemacht, hier ausgemacht. Also unbedingt einen Blitz anlassen in solchen Situationen hier. Aber cool geworden wieder. Eiffelturm nochmal näher. Belichtung passt auch ganz gut. Hier bin ich dezent überbelichtet. Das ist schon viel, viel besser. Sweet. Richtig cool, das war im Arc de Triomphe. Ah, stimmt, den sieht man im Hintergrund leider gar nicht so gut, obwohl der eigentlich hell beleuchtet war. Aber durch den Blitz ist halt der Vordergrund relativ hell und der Hintergrund dann wieder dunkler.
Okay, das waren schon mal die ersten Sets. Nice, dann mal hier direkt zum zweiten. So, auch das muss ich wahrscheinlich wieder verdecken. So, jetzt kommt unsere Straße wieder. Und jetzt haben wir auch diesen Sunset-Vibe hier. Man sieht den Schatten hier cool. Okay, Straße ist leider ein bisschen dunkel. Hier habe ich die Straßenbahn aber erwischt. Oh, okay. Ich glaube, das war der Shot. Ich glaube, das war er. Schön im Sunset. Und hier unten noch so ein Oldtimer. Also das Bild kann mir keiner erzählen, das von 2022 ist. Gut, vielleicht von vor ein paar Jahren wegen den Autos, aber da ist kein richtig modernes Auto drauf. Okay, nice. Feier ich. Das ist unser Shot. Hier sind nochmal welche. Okay, hier habe ich sogar irgendein Couple erwischt oder eine Person. Auch ganz nice. Hier nochmal was ganz anderes mit einem Auto vorne drauf. Als Foreground. Ey, okay, finde ich ehrlich gesagt auch ganz cool. Also jetzt müsst ihr abstimmen, welcher dieser zwei Shots ist euer Favorite. Oh, auch richtig sweet geworden. Hier auch nochmal mega der Unterschied. Ohne Blitz, mit Blitz. Wie man sieht, sind richtig coole Bilder rausgekommen. Und ich will von dir in den Kommentaren jetzt wissen, welches Bild hat dir am meisten gefallen. Vor allem von den Street-Fotos, das erste oder das zweite. Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und ein Abo, wenn du mehr solche Videos sehen willst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.